Factorio. Was? Folge 5. Was? Wie noch gar nicht gestartet. Wie noch gar nicht gestartet. Ich dachte, wie... Los jetzt. Ja, ist gestartet. Fail. Ich hab alles mit drauf, ne? Ja, ich los. Auch. Ich auch. Also los. Scheiß drauf, weiter. Begrüßung. So, ich. genau. Hallo, herzlich willkommen, Factorio, Folge 5, weiter. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Factorio, neue Folge mit... Mach viel, hast du schon die ganze Knickarme fertig? Hallo, was soll denn das? Du nimmst, warum übernimmst du jetzt meine Arbeit? Ich bin noch dran. Los, doch gerade. Sind die Knickarme fertig? Ja, aber Knickarme dann fertig. Knickarme fertig. Sind die Knickarme fertig? Sind die Knickarme fertig? Ich bin doch gerade am Herstellen. Nur weil ich schwarz bin. Ja. Jetzt kommen wieder die Inderwitze. Mich hat wieder einer angeschrieben. Ich weiß. Das sind meine ganzen zweiten und dritten und vierten Accounts. Na, das bist du. So, dann stellen wir mal und noch ein paar Fläschchen. Okay, das ist interessant. Als wir das Spiel gestartet haben, waren noch einige rote Fläschchen drin. Jetzt gucke ich hier rein, jetzt ist gar nichts mehr da. Und ich habe schon noch 20 reingeschmissen. Ja, und alle sind weg. Ja. Opa, naschst du heimlich rote Flaschen? Nein. Die lasse ich durch die Nase. Ja, das glaube ich. Ne, das mache ich mit den weißen Flaschen. Was sind das jetzt? Ich wollte dich auch gerade fragen, was das los ist. So, nennt man Karma. Also Eisenerz kommt definitiv mal genug, das Flugband ist voll. Dann würde ich sagen Kamarami. Kamarama? Das kommt jetzt halt drauf an, ja, sobald Logistik durch ist, ne? Ja, ich kann in der Zeit noch weiter produzieren. Dass ich für einen Notfall schon mal die Erzförderer da habe. Okay, hier jetzt kann man schon mal Strom legen. Ich sehe, dass hier keine Greifarme fehlen. Können wir? 12, ja, da kommen wir erstmal gut mit hin. Brauchen wir noch ein paar rote Flächen. Dann lübt das doch hier. Jupp, das hier läuft auch. Hier oben noch viel noch. Strommassen. Zack und zack. Alle haben sie Strom. Ist auch noch Fließbänder, habe ich auch einige dabei. Und zack. Gar nichts mit roten Flaschen drin. Ist ja geil. Okay. Wollten wir nicht einen Mod mit reinnehmen? Achso, den. Ja. Film was für nächste Folge dann, ne? Ja, nächste Aufnahme ist ja schon mal zu holen, ja. Ja, also nächste Aufnahmesession dann eben. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Jo. Braucht mich ja nicht wieder gleich anschreien. Richtig. Gut, ja, wir brauchen rote Flaschen. Ja, ich bin ja, schon... Ja, wir haben gerade gecraftet. Ja, ich hausche jetzt schon wieder die ersten 5 rein. Wie viel brauchen wir denn allgemein noch? Die Hälfte ist durch, also nur noch 250 ungefähr. Ja. Ein bisschen mehr. Ja. Wenn die so viel kosten, dann nee, mindestens. 500 ja, brauchst genau. Du. Läuft doch. Ja, müssen wir jetzt rote Flaschen machen. Richtig. Hier kommt keine Kohle an. Und dann 205, ja gut. Und dann halt 250 dann für... Kohle läuft aber, okay. Ja, ja, Strom hält sich gerade ganz wacker. Ja, dann wie gesagt, dann brauchen wir halt 250 nochmal rote Flaschen für Automatisierung und dann können wir loslegen. Das musst du mir jetzt mal erklären, Opa, dass du oben das... Okay, hat sich erledigt. Ich sehe, du hast das wieder rückgängig gemacht. Da habe ich gerade 100 habe Strom, ohne, ohne Strom. Ich sehe gerade, dass sich die Grafiken von den Greifarmen geändert haben. Nee, kann ich nicht bestätigen. Dazu. Ich habe ja lange nicht mehr gespielt, kann sein, dass die in der 15 irgendwann geändert wurden. Das ja, ist das denke ich auch. Sehen auf jeden Fall anders aus jetzt. Für mich zumindest. Mehr rote Flaschen. Ah, ja, läuft. Ich hau jetzt vorweg noch 12 Förderer für den Notfall, dass ich die schon mal hab. Ich craft mir erst ein paar Greifarme und danach rote Flaschen. Mal hier den ganzen alten Rotz, den wir nicht mehr brauchen, loswerden. Kupfer habe ich auch nicht mehr. Passt. Was zerstörst du denn da? Kiste. Okay. Wo die Dampfmaschinen drin waren, die ich hatte. Wie macht man das heute noch, dass man heute noch Itemkisten zerstört? Natürlich. Ja, wenn da der Rotz drin ist, den du nie wieder benutzt. Oh. Uiuiui.
Ja, die müssen mal, die könnten sich vielleicht was einfallen lassen, dass die Materialien vielleicht recycelt werden könnten. Oder vielleicht nehmen wir so eine Mod rein, so eine Recycling-Mod. Also das mit den Strommassen, mit dem Licht, da bin ich mit einverstanden. Aber ansonsten, du weißt, ich bin ein modfreier Spieler, theoretisch. Ja, ich auch, normalerweise. Jetzt nur bei Minecraft nicht. Bei Minecraft bin ich ein Mod-Fan geworden. Wir können ja Five Dims mit reinnehmen. Dann dreht er aber am Rad. Hab mich dann an hier, was? Hast du auf den Sack hier. Five Dim. Sag mir nichts. Ein sehr großer Mod. Was sagt der Strom? Ja, der hat noch, der hat noch Luft. Ja, das ist nach oben. Konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass wir die Forschung durchkriegen. Ja. Um Stromausbau kann ich mich kümmern, sobald wir unterirdische und Teilabfließbände haben, weil dann laufen auch alle anderen Schmelzen an. Ansonsten staut sich alles, Kupfer staut sich auch schon. So, dann können wir mit Flaschen kümmern. Gut, haben wir noch ein paar Greifer. Ja, ein paar Öfen brauchen wir auch noch. Ja, Öfen laufen bei mir auch schon wieder mit. Ich meinte die Ofenprodukte, dass noch Ofen hergestellt werden. Ah ja, da, ja, die laufen bei mir auch noch. Als wenn die Flaschen durch sind, dann kommen dann danach 29 Öfen. Alles klar. Weil ich hatte noch Stein und ich will mal versuchen, mein Inventar sauber zu halten, nicht wie sonst. Der Opa kennt das Problem ja noch, was ich hier da immer hab. Ja. Voll, mit vollem Inventar. Durch die Gegend laufen. Das Problem habe ich auch zwischendurch. Das ist bei mir ein Standardproblem. Es sieht bei mir nicht anders aus, deswegen, weil ich sag mir, das sind Items, die ich brauche. Deswegen halt modulare Rüstung. Die Modular- bis uns die leisten können, das dauert aber noch. Ja, die Modularrüstung. Wir müssen jetzt relativ schnell gucken, dass wir die roten Flächen automatisieren. Ja, dafür brauchen wir halt noch ungefähr 400 Flaschen. Ja. Läuft ja. Oh, ich habe keine Strommasten mehr. Dafür brauche ich Holz. Ich habe noch 10 Holz dabei. Warte. Danke. Dann habe ich wenigstens mal mein Zeug wieder weg. So, ich habe nochmal 15 neue Fläschchen. Dann sind jetzt 30 drin, dann kann ich jetzt hier oben. Reicht immer noch nicht. Das reicht noch lange nicht. Aber ich ja, natürlich. Noch 15 Stück. Gut. Ja, nee. So, dann nehme ich mir jetzt mal ein bisschen Eisen mit. Dann. Ach, was freue ich mich, wenn hier mehrere Schmelzen anlaufen. So, dann gehe ich erstmal ein bisschen spazieren. Wolltest du ein bisschen Gebiet aufdecken? Ja. Da ich ja sowieso gerade nicht mehr machen kann, als nur warten, bis das Crafting durch ist, eben. Schaue ich dir auf der Karte zu, was du aufdeckst. Ja, mal gucken, was hier so aufdeckbar ist. Und ist noch, oh, da ist noch ein Clip, noch eine Klippe. Oh, relativ groß sogar. Boah, sieht interessant aus. Grafisch schön dargestellt. Aber ist halt auch eine begehbare, ne? Man sieht aber auch, dass das nur grafische Klippen sind, mit einer unsichtbaren Wand. Ja. Großer sandiger Felsen. Er gibt 22,5 Einheiten Stein. Auch nicht schlecht. Ja, ich krieg jetzt immer zweimal eine akustische Rückmeldung, wenn ich eine Anlage baue. Das ist auch merkwürdig. Akustische Rückmeldung? Welche Art? Wenn du was platzierst, dann hast du doch mal so ein komisches Platziergeräusch. Ja. Sondern wenn ich jetzt einen Erzförderer aufbaue, dann habe ich zweimal so einen akustischen
Das ist akustisches Signal. Das ist Internet Connection. Für mich eher nach einem Bug. Nee, Internet Soundbug. Connection. Okay. Stein 79K. Nee, 2,1 Mille. Oh, nicht schlecht. Nee, korrigiert. Ui. 8,3 Mille. Und 14 Millionen Steine bis jetzt. Oh, nein, noch mehr. Da komm, aktualisier. 14 Millionen Steine. Oh, das sieht gut aus. Ja, kann man mitarbeiten. Und Öl ist genau wie erwartet selten. Es gibt nur eine große Ölquelle. Mit einer kleinen nebenan, okay. Die reicht ja eigentlich erstmal. Ach klar, reicht das. Links ist noch Eisen. Du hast diesen Bereich nicht aufgedeckt. Da kommt ein kleines Eisenfeld von 40. Was ist das denn? Ach, wie niedlich. Das reicht. Kannst du von Hand abbauen. Okay, mein Crafting ist fertig. Nehmen wir noch ein paar Flaschen. So, die Öfen stehen dann schon mal alle. So, nochmal 20 drin. Schauen wir mal weiter Opa zu, was er gefunden hat. So, und danach, jetzt noch ein paar Fließbänder und danach haue ich 375 rote Flaschen durch. Kann von Glück reden, dass man noch keine Alien entdeckt hat. Na gut, großes Startgebiet. Die Aliens müssten halt, da müssen wir ein bisschen nach oben laufen. Es wäre schon schön zu wissen, wo ein Nest zu erwarten ist. Ja, bis jetzt sind wir ja noch verteidigungstechnisch sind wir denen ausgeliefert. Richtig, und vor allem, das wird noch eine ganze Weile noch dauern. Deswegen habe ich halt gesagt, großes Startgebiet. So, ich müsste jetzt ungefähr auf dem Layer sein, wo die ersten Aliens sein könnten. Vom Startgebiet. Da ist noch eine Million Steinfeld. Was mich halt wundert, ey, absolut gar kein Kupfer. Das bisschen Kupfer da, das ist natürlich eine Katastrophe. Ich meine, ich guck mal nach. Süden ist auch nichts. Ne, ist nur das bisschen, was wir da so außenrum haben. Und da ist nicht viel. So hier, das ist gar nicht viel. 13.000, 18.000, also da. Nur das Eisenerz ist üppig. Ja, das Problem ist, dass ich das Kupfer hier noch nicht komplett mit rausnehmen kann, weil ja das Eisen noch mit drin ist. Wir haben aber einen Trost. Kupfer ist ein Rohstoff, der nicht allzu genauso dringend benötigt wird wie Eisen. Oh, doch. Oder war das früher so? Das war früher so. Ah, hier haben wir nochmal Kohle. Ja, ein üppiges Feld. 2,4 Millionen. Ah, hier ist Kupfer. Ja, da kommt eins. Oh ja, das wird groß. Das wird sehr groß. Wundervoll. 11 Millionen Kupfer. Muss ich nur noch direkt zeigen, dass nahe des Kupferfeldes ein Aliennest ist. Aber dann haben wir echt Freude. Kannst du davon ausgehen. Bah, es muss sein. Jürgen, du bist doch so ein Partymäuschen, da macht doch so ein Alien-Dorf nix. Hat mit Party nichts zu tun. Mal gucken, wo bin ich? Alter, aber weißt du, was das schon für ein Weg da hoch ist? Allerdings, das ist schon eine richtige Zugstrecke. Ja, und die Zugstrecke, bis wir Züge... Ja, das kannst du ja mal ablacken, ne? Züge brauchst du 20.000 rote, 20.000 grüne Fläschchen. Opa, geh mal nach Westen noch ein Stück. Da oben ist das... Oh, weh, oh, weh. Okay. Ich würde jetzt aber eigentlich ganz gerne mal wieder so langsam zurückkommen. Ja, sicher. Da, wo du gerade runterkommst, ist genau der... ist ideal. Dann haben wir dieses große Stück schon mal aufgedeckt. Oh, ich dachte, ich hätte was gesehen, aber ist es nicht. Das ist nur eine Klippe. Aber auch eine relativ große hier. Oh ja, das sieht gut aus. Oh ja, was ich da will, das sieht geil aus. Hier ist nochmal Kupfer. Gefällt mir. Oh ja, nochmal ein schönes Feld. Oh, noch nicht mal so. Das sind zwei nebeneinander. Einmal 581k und einmal 711k.
Naja, hier kommt noch eine Klippe. Ja, so habe ich mir das vorgestellt, wie Klippen aussehen müssen. Seid ihr zu zweit da oben unterwegs? Nö, nee, er guckt auf der Karte. Nein. Über die Karte gucke ich nach. Ah, da ist noch ein Eisenfeld. Ja, da gehe ich noch mal ganz kurz vorbei. Ah, das sieht auch groß aus. Da kommt noch einiges. Jawoll, 6. Oh, 8,1 Mille. Und noch ein kleines da drunter. 2,2 Millionen. Nein, 2,3 Millionen. Okay, da muss ich mal noch ganz einen Kilometer Strecke bauen hier, wa? Ja, oh, ich habe jetzt nur. Meine Warteschlange ist jetzt fast leer. Ich muss jetzt mal ganz dringend zurückkommen. Muss ich jetzt ja, ich habe. Da, wo ich jetzt bin, ist ein Fließband. Da kannst du dich draufstellen und runterfahren. Ich bin nur schon weiter drunter. Achso, okay. 32 km. Aber guck mal, ich hab gar nicht. So viel fehlt gar nicht mehr bis zum Kupferfeld da oben. Hier sind noch ein paar. An den See. Das ist nicht schlecht. Ja, gut, also da oben werden aber schon Aliens sein. Da musst du definitiv Verteidigung dahin setzen. Bei den Kupferfeldern da oben? Ja. Ja, dieses große Fließband, ja, was jetzt Rama gelegt hat. Eieieiei. Ja, wir müssen ja mit dem Fließband erstmal runterholen, weil wie gesagt, Eisenbahn, das dauert erstmal eine ganze Ecke. Ja, gut. Ich sage mal, nächste Folge dann definitiv. Obwohl, nächste Folge werden wir noch nicht schaffen. Übernächste Folge. Automatisierung. Also wie gesagt, bei mir laufen jetzt als nächstes, lasse ich jetzt 375 Flaschen durchlaufen. Rama, ein bisschen Puffer ist im Kupferfeld noch vorhanden. Und zwar etwas weiter östlich vom Eisenfeld ist noch ein kleines Kupferfeld. Ja, ich sehe das, ja. Nochmal 30.000. 175. 40.000, also erstmal kommen wir damit noch hin, aber dann sollten wir auch relativ schnell gucken, dass wir da oben das anzapfen. Wofür stelle ich so viele Flaschen her, wenn die so schnell verschlungen werden? Warum sind denn die Kupfertruhen weg? Kupfertruhen? Weiß ich schon gewandt habe. Ich. So, was habe ich denn schon gebaut in der Zeit? Oh, es lohnt sich. 95, das ist fertig geworden. Damit sollten wir Logistik auf alle Fälle schaffen. Oh, hier ist aber nicht mehr wirklich viel Eisen. Nächster Sprung. Ich habe gerade wieder rausgenommen, also und es läuft ja ordentlich nach. Da mal nochmal Kohle nachlegen. Ja, das wird jetzt gleich. Deswegen, ich habe das Kohlewand schon mal einmal ein bisschen nach oben verlängert. Und dann werde ich hier gleich anfangen umzubauen. Sobald das da durch ist. Die Kisten, die gerade abgezupft wurden, vielleicht sollte man die besser wieder hinstellen, dass man weiter Kupfer einsammeln kann. Kannst du auch so. Guck mal hier. Schon habe ich 2000 Kohle, Kupfer. Öfen sind ja voll. Ja, funktioniert gut, reicht schon aus. Jetzt wissen wir wenigstens schon mal weiter oben, was uns erwartet. Wie gesagt, ich bin schon vorbereitet. Vorbereitet ist man, wenn man sich schon mal Munition craften könnte. Die kann man, das kannst du schon. Ja, ja, die normale schon, aber mit der normalen Pistole lohnt sich das nicht. Da braucht man schon mindestens Militär. Ja, aber das reicht zu dritt, zumindest sich gegen kleine Aliens schon mal richtig zu wehren. Also dafür reicht es zumindest. Ja, dann stelle ich mir schon mal 20 Munitionseinheiten her. Weil mit 9 Magazinen kommst du nicht weit. 15. Radar können wir schon mal aufstellen. Ich nein, nein, nein. Okay. Kein Radar auf. Das heißt, die Radare ziehen die Viecher immer noch an. Ja, jetzt nur schlimmer. Noch schlimmer? Cool. Ja. So, Logistik ist gleich fertig, dann könnt ihr da oben umbauen. Genau. Illyria? Ja. 20, 15, 30, bau du schon mal 26 Labore. Alles klar. 26 okay. Labore. Bei mir laufen jetzt erstmal gemütlich die Flaschen durch, bevor ich irgendwas anderes mache. Das Eisen wird wohl nicht reichen, aber das passt schon. Aber mit Logistik kommen auch die schnellen Greifarme gut. Ja, die Zeit. Aber intelligent, die kommen mit einer späteren Forschung, oder wie war das? Intelligente kommen mit Logistik 2, oder? Nee, oh, da meldet sich wieder jemand. Da meldet sich wieder jemand.
Ja, oh, Mini-Flausche. Elektrotechnik kommen die. Aber der Folge ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.